sie gegrüßt. Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mit diesem Satz aus der Offenbarung des Johannes wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Osterfest. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ein Grund zum Feiern. Nein, wir dürfen nicht aufeinander zugehen, einander die Hände reichen und uns diese Worte ganz nah zusprechen. Ich besaß die leise Hoffnung, dass die weltweite Christenheit dennoch in gewohnter Weise das Osterfest feiern könnte. Aber die erforderlichen Maßnahmen sind noch nicht zurückgenommen worden. Was mich in diesen Tagen aufrichtet, ist das Vertrauen. Gott wird seine rettende Hand ausstrecken, hat es längst getan. Und Vertrauen möchte ich auch vermitteln können. Furchtsamkeit versperrt uns die Wege und Ausweglosigkeit kann das gezielte Nachdenken hemmen. Wir möchten, dass niemand preisgegeben wird oder auf der Strecke bleibt. Ich wünsche gesegnete Ostern. Und der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Lasst uns beten. Wir ließen die Köpfe hängen und wurden getröstet. Wir sahen vor uns hin und nehmen plötzlich das Leben wahr. Was wir für abgestorben hielten, hat Gott zum Blühen gebracht. Wie gut, wenn Gott die Hand reicht, dem nachgeht, der sich verloren fühlt, verzweifelt an den Gegebenheiten. Gott zeigt allen eine Richtung. Er zeigt allen eine Richtung, die weder ein- noch auswissen. Wie gut, dass Gott mit uns Leben tut und Auferstehung teilt. Thank you.
Psalm 118. Dankt dem Herrn, denn er ist gut. Für immer bleibt seine Güte bestehen. Man hatte mich in die Enge getrieben, da schrie ich zum Herrn. Der Herr gab mir Antwort, er verschaffte mir einen weiten Raum. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was können mir Menschen schon antun? Der Herr ist für mich, er steht mir zur Seite. Es ist besser, beim Herrn Zuflucht zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Man stieß mich hart, um mich zu Fall zu bringen. Doch der Herr stand fest an meiner Seite. Meine Kraft und meine Stärke ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Ich werde nicht sterben, sondern leben und erzählen, was der Herr getan hat. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Grundstein geworden. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und uns freuen über ihn. Herr, bring doch die Rettung. Herr, bring alles zum guten Ende. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Vom Haus des Herrn, Herr, segnen wir euch. Du bist mein Gott, ich danke dir. Mein Gott, ich will dich hochloben. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Für immer bleibt seine Güte bestehen. Allmächtiger, lebenschaffender Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, um uns zu helfen und zu den Menschen zu machen, die wir gerne wären. Durch Jesu Leben, Tod und Auferstehung wissen wir, dass trotz allen Leids uns nichts trennen kann von deiner ewigen Liebe. Du machst unsere Welt neu, durch die wir bislang ganz unsicher schreiten. Gehe du uns voran und lass dein Osterlicht leuchten. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ostergedicht. Manchmal stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken, ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht und dennoch unverwundbar, geordnet in geheimnisvolle Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Lesung aus dem Evangelium nach Markus. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome duftende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh, am ersten Wochentag, kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Sie blickten zum Grab auf. Sie sahen, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen. Er trug ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber er sagte zu ihnen: Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt worden ist. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf, sagt es seinen Jüngern und besonders Petrus. Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst. Sie sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich.
Liebe Freunde, Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten. Und die Erinnerung an das, was sich damals ereignet hat, wird getragen von Begegnungen. Sie spielen eine ganz wichtige Rolle. Auferstehung ist ohne bestimmte Begebenheiten gar nicht denkbar. Zwei Frauen waren auf dem Weg zum Grab Jesu Christi. Mehr dürfen es heute zum Beispiel auch gar nicht sein. Und der Mindestabstand, der muss auch noch gewahrt bleiben. In der Schrift wird von einer Begegnung besonderer Art berichtet. Ein Jüngling mit einem weißen, langen Gewand, die Aufforderung, den Freunden Jesu mitzuteilen, dass sie nach Galiläa gehen sollte. Der Maria von Magdala, der wird zunächst gar nicht geglaubt, sodass der Herr den Seinen sich selbst offenbaren musste. Ich denke auch an den Weg, den der Herr mit den Gefährten nach Emmaus gegangen ist. Geheimnisvoll genug. Er selber, so heißt es, ist dann mitten unter die Jünger getreten. Er selber, und das ist eben Jesus Christus, der Gekreuzigte. Aber nicht nur eben der Gekreuzigte, auch der Auferstandene. Es war kein Gesicht, was die Jünger hatten. Keine Vision, sondern eben eine Begegnung. Er begegnete seinen Jüngern als Person, die redet und handelt, und zwar in der von Gott geschaffenen und wirklich geliebten Welt. Jesus ist der Lebendige, und er tritt als dieser Lebendige in das Leben der verzagten und enttäuschten Jünger. Und er bringt einen Gruß mit. Nicht irgendeinen Gruß. Er bringt den österlichen Friedensgruß mit. Und mit diesem Friedensgruß, da unterbricht er ihr Gespräch. Sie haben noch eben von der Erfahrung der Emmaus-Jünger geredet. Und Thomas, der später den Beinamen der Ungläubige erhalten sollte, der musste sich erst überzeugen lassen. Seht meine Hände, seht meine Füße, sagt Jesus. Ich bin selbst. Jesus kommt mit Hand und Fuß seinen Jüngern, seinen Freunden entgegen, damit ihr Leben, aber auch das unsrige, Hand und Fuß bekommt. Da geht es mehr als nur um ein Wortspiel. Denn wir brauchen Anhaltspunkte für die Hoffnung und ihr wahrhaftiges Wesen. Und dafür steht Jesus mit Leib und Leben, Hand und Fuß. Johannes erzählt uns, dass Jesus seine Wundmale zeigte und Thomas aufforderte, er möge seine Hand in seine Seite legen. Hier fordert Jesus die Jünger auf, ihm etwas zu essen zu geben. Damit wird einmal mehr unterstrichen, dass nicht ein Geist vor den Jüngern steht, sondern dass sie es wirklich mit Jesus zu tun haben, dass er sogar ihre Gemeinschaft sucht. Diese Erzählungen gewinnen in diesem Jahr ganz neu an Bedeutung, in dieser Zeit ganz neu an Bedeutung. Denn livehaftige Begegnungen, Umarmungen sowie Berührungen finden nicht wie gewohnt statt. Lieben, ohne das Gegenüber anfassen zu können. Das fällt schwer, ist aber möglich. Und das setzt Vertrauen, unendliches Vertrauen voraus.
Der Glaube gewinnt zudem an Bedeutung. Lehrhafte Formeln und bloße Worthülsen, die sind völlig fehl am Platz. Wenn ich jemandem meine Zuneigung offenbare, dann muss ich das aus ganzem Herzen tun. Die Ehrlichkeit gewinnt an Wert. Auch wenn ich nicht berühren, umarmen kann, ist eine Nähe möglich. Vielleicht umso erfahrbarer, weil die bekannten Gesten ersetzt werden müssen. Zuletzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass dem gesprochenen Wort wieder mehr Bedeutung zukommt. Die Menschen reden miteinander und die Sätze werden länger. Keine Abkürzungen mehr, kein MFG, HDL, LG und so weiter. Jetzt wird geredet, erklärt und ausführlich erzählt. Und auch das bislang für unaussprechlich Gehaltene kommt zu Wort. Die Menschen haben Zeit, es ist kein Communication Breakdown, sondern schlichtweg eine andere Form des Miteinander-Umgehens. Ich möchte nun nicht krampfhaft nach Dingen suchen, die jetzt momentan ach so positiv sind. Das Negative überwiegt, ohne Zweifel. Zurück zu Ostern. Aber was heißt eigentlich zurück? Es ist immer im Blick. Jesus begegnet den Seinen behutsam dort, wo sie gerade sind. Beim Fischen, im Garten, zu Hause. Er zeigt sich ihnen in deren Lebensumfeld. Und dabei drängt er sich nicht auf, sondern lädt ein. Er überfällt sie nicht mit Forderungen. Jesus fühlt und empfindet mit ihnen. Und immer ermutigt er sie bei diesen Begegnungen: Fürchtet euch nicht, habt Frieden, ich bin bei euch. Jesus bleibt bei diesen Begegnungen diskret. Er setzt etwas in Bewegung und er entzieht sich dann wieder. Es ist die Zeit, die Segel zu setzen, damit Gottes Geist das Schiff, das sich Gemeinde nennt, durch die Welt lenken kann. Nicht als Arche der Seligen, sondern als Rettungsschiff. Unterwegs mit Gütern, mit dem Wort und also auch dem Brot des Lebens. Kirche und Gemeinde sehen jetzt, momentan, ganz anders aus als gewohnt. Wir haben uns eingestellt, könnte man fast vermuten. Und ein Vertraut den neuen Wegen anstimmen. Aber es wird weitergehen. Das ist unsere Berufung. Ostern ist Sendung, immer wieder und eben auch neu. Nicht aufgeben, nicht die Hände in den Schoß legen und auch nicht die Hoffnung verlieren. Ich schließe mit einem Gebet. Begleite uns, Gott, wie ein Freund, wieder aus verschlossenen Räumen hinaus, dass wir ins Freie und Unbeschwerte gelangen, neue Aussichten entdecken und die Ängste hinter uns lassen. Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen beistehen. Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott.
der du uns tröstest wie eine liebende Mutter und der sich aller annimmt. Dir vertrauen wir uns an. Amen. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Mehr denn je hoffen wir auf deinen Heiligen Geist, dass er gute Ideen und Frieden schenkt. Mehr denn je wünschen wir uns, dass dein Sohn Jesus Christus aus dem Tod aufersteht und uns in unserem Leben begleitet. Lass uns aneinander denken, mit dir und untereinander verbunden bleiben und hilf uns, voller Zuversicht in das Leben zu schauen, das uns an diesem Osterfest so wertvoll erscheint wie nie zuvor. Ich habe Anliegen, ich habe Sorgen, ich bin ratlos, ich bin unsicher. Sei du bei denen, die sich im Kampf gegen die Krankheit einsetzen. Behüte alle Erkrankten und schenke ihnen Kraft. Dein Osterlicht soll mir helfen, dass ich den nächsten Schritt sehe und wage. Dein Licht gebe mir Stärke zum besonnenen Umgang mit dieser Herausforderung. Lass mich erfahren, dass mein Leben in dir geborgen ist. Du bist das Licht, das jedes Dunkel aufzuhellen vermag. Steh allen Ärztinnen und Ärzten, allen Pflegenden in den Kliniken, Heimen und Hospizen. Einfach Ihr Teil nochmal. Ich mach den Abschnitt nochmal. Du bist das Licht, das jedes Dunkel aufzuhellen vermag. Steh allen Ärztinnen und Ärzten, allen Pflegenden in den Kliniken, Heimen und Hospizen bei. Behüte jene, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Gib denen Kraft, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen.
Stärke alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes frohe Botschaft zusagen. Sei auch ihnen nah und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht. Wir bitten für die jungen Menschen unter uns, Kinder und Jugendliche, für alle, die um ihre Zukunft fürchten. In unser Gebet schließen wir die Menschen weltweit ein, deren Gesundheit an jedem Tag gefährdet ist. Wir denken an alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können. Sei uns allen nah und schenke Heilung, Trost und Zuversicht. An diesem Ostertag werden wir still und wollen all das bedenken, was uns bedrückt, wofür wir aber auch in dieser Zeit unendlich dankbar sein können. Und am Ostertag münden all unsere Gedanken ein in die Worte, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir stellen uns unter den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.